Was verraten meine Facebook-Freunde über meine Kreditwürdigkeit? Was die Länge meiner Sätze in Blog-Kommentaren? Und was die Marke meines Computers? Bis zu 8000 verschiedene Datenarten aus dem Netz zieht der Algorithmus der Hamburger Firma Creditech heran, um zu entscheiden, ob jemand für einen Kleinkredit von bis zu 500 Euro in Frage kommt. Allerdings nur mit Einverständnis des Antragstellers, wie der Gründer und Chef Sebastian Diemer betont. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie arbeiten bei Mercedes-Benz als Ingenieur und wir sehen, Sie haben irgendwie 2000 Freunde und davon sind 98% arbeitslos und mit denen checken Sie sich jeden Morgen um 9 Uhr in der gleichen Kneipe ein und laden irgendwie ein Bild hoch, wie Sie mit dem Bier anstoßen. So, dann würde der Algorithmus sagen, nanu, das ist aber irgendwie, das weicht ab von dem, was wir jetzt erwarten würden, was jemand, der Ingenieur ist, so morgens um 8, 9 Uhr treiben würde. Weil Creditech keine Banklizenz besitzt, hat die Finanzaufsicht BaFin der Vergabe von Krediten in Deutschland einen Riegel vorgeschoben. Das Geschäft läuft jedoch in Russland, Tschechien, Polen, Spanien und Lateinamerika. Die Kredite sind aber nur ein Teil des Geschäftsmodells. Mit jedem einzelnen Kunden soll der selbstlernende Algorithmus verfeinert werden. Big Data Scoring nennt sich dieses Konzept. Und diese Dienstleistung will Creditech auch anderen Unternehmen anbieten. Vor rund einem Jahr wollte die Schufa erforschen lassen, wie man Social-Media-Informationen für die Bonitätseinschätzung nutzen könnte. Nach einem medialen Entrüstungssturm legte man dort das Projekt auf Eis. Auch die Bürgerrechtsaktivisten vom Verein Digitale Gesellschaft protestierten. Zu Recht, findet Markus Beckedahl noch immer. Auch wenn das andere Unternehmen offenbar nicht aufgehalten hat. Heutzutage schaffen wir es nicht mal, die notwendige Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei einem solchen Scoring-Verfahren zu erreichen. Wie soll man das denn schaffen, wenn da bis zu 8000 mögliche Parameter einbezogen werden? Und wie zuverlässig kann eigentlich das Bild sein, dass sich jemand aus unseren Datenspuren über unsere Kreditwürdigkeit macht? Hat die Schufa noch Informationen über mein reales Zahlungsverhalten, so leitet das Big Data Scoring seine Schlüsse immer nur aus der Statistik ab. Also, wie viele Übereinstimmungen habe ich mit einem Typus Mensch, der als kreditwürdig gilt? Sandra Matz forscht als Psychologin an der Universität Cambridge. Sie und ihre Kollegen haben untersucht, wie erstaunlich zutreffend man mit Social Media Informationen ein Bild von den Eigenschaften einer Person gewinnen kann. Dass Big Data für Kreditscoring geeignet ist, hält sie für sehr realistisch. Wenige sehr gute Daten zu haben, sei eben nur ein Weg. So die alternative Vorgehensweise ist das, was die neuen Unternehmen machen, ist, sie nehmen viele Datenpunkte, also bis zu 8000 oder könnten zukünftig natürlich auch noch mehr sein, die wahrscheinlich für sich jeweils eine geringere Vorhersagequalität haben. Aber aufaggregiert kann man sich durchaus vorstellen, dass es eine ähnliche Genauigkeit erreicht wie die traditionellen Verfahren. Welches Online-Verhalten jedoch genau die Kreditwürdigkeit vorhersagen könne, müsse noch empirisch erforscht werden. Klar ist schon jetzt, das Datenmosaik braucht viele Steine. Wer online nicht aktiv genug ist, wer im Netz nicht ausreichend Spuren hinterlässt, kann darum bei Creditech auch gar keinen Kredit beantragen. Dann werden ja eigentlich diejenigen benachteiligt, die jetzt schon mehr Bewusstsein für Datenschutz haben und sich geradezu zurückhalten. Und das finde ich nicht okay. Umgekehrt kann man seine Chancen auf einen Kredit steigern, indem man noch mehr Daten offenlegt. Zum Beispiel, indem man Creditech den Zugriff auf das eigene E-Mail-Konto erlaubt. Das wird dann nicht nach Stichworten durchsucht, versichert die Firma, sondern nur semantisch analysiert. Also etwa, um anhand von Wortschatz und Satzlänge den Bildungsstand zu ermitteln. Da muss der Kunde schon viel Vertrauen aufbringen. Jeder Zweite tut das. Sebastian Diemer ist überzeugt, dass ein Algorithmus in wenigen Jahren überall zum Bankgeschäft dazugehört. Auch bei der Finanzberatung sei der einfach objektiver. Wenn man eben ein paar tausend Online-Daten mit heranzieht und sagt, da hat sich gerade jemand geschieden zum Beispiel und hat einen neuen Beruf und das heißt, statistisch ist jetzt dieses Bankprodukt besonders sinnvoll für ihn. Spätestens dann wäre es schon gut zu wissen, welche unserer digitalen Spuren ausgewertet werden und was sie wirklich über uns aussagen. Vielleicht ist es ja an der Zeit für so etwas wie eine Big Data Selbstauskunft.